Liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, wertes Präsidium, werte Kollegen und liebe Gäste, ich möchte hier erklären, auf Grundlage von § 96 unserer Geschäftsordnung, warum die AfD-Fraktion sich an diesen Abstimmungen nicht mehr beteiligt hat. Das begann schon damit, dass Frau Tegmeier hier anfing zu rügen, dass wir die doch im Sozialausschuss abgelehnten Änderungsanträge im Plenum noch mal einbringen, damit die Funktion der Ausschüsse als rein beratende Institution verkannt hat. Und das hat dann seine Fortsetzung gefunden, nachdem wir feststellen mussten, dass das Sozialministerium, bevor die Abstimmung hier überhaupt begonnen hat, eine Pressemitteilung herausgegeben hat, wo schon die unveränderte Annahme, also ungeachtet aller Änderungsanträge von uns und von der Fraktion Die Linke, gefeiert wird. Das macht unsere Abstimmung hier zu einer reinen Farce, wenn sowas vorkommt. Das ist eine offizielle Pressemitteilung. An so einer Farce sind wir nicht bereit, uns zu beteiligen. Das ist eine grobe Missachtung unseres Parlaments und der demokratischen parlamentarischen Grundlagen, die wir hier vertreten. Sowas sollte nicht ungeahndet über die Bühne gehen. Deswegen haben wir ab dem Moment an der Abstimmung nicht weiter teilgenommen. Und wir sollten uns das alle zu Herzen nehmen, denn das ist genau die Grundlage, auf der es passiert, dass die Arbeit dieses Parlaments nach außen oftmals als unnötig angesehen wird. Wenn das Parlament selbst und Pressemitteilungen einer Ministerin oder eines Ministeriums dazu beitragen, dann ist das eine Schande, die jedenfalls hier im Parlament auch entsprechend gerügt werden soll, was ich hiermit dann auch getan habe und wir durch unser weitere Nichtteilnahme an den Abstimmungen dokumentiert haben. Danke.